Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Kommandofreunde, hier bei uns auf dem Kanal NES Kommando. Yeah! Mit mir dabei heute der Rakenjanse. Und natürlich ich. Ja, und mein Kommandozentrale hier. Wir sitzen hier nicht zum Spaß. Wir haben gebundelt mal wieder. Games! Es gibt Games. Es gibt Geil. Games. Mhm. Ja. Und ja, das Ganze ist eingestielt worden über mich. Ja, okay. Applaus bitte. Es ist so gelaufen, der Shop PressStartGames.com, wo wir schon des öfteren Mal eingekauft haben, weil er wirklich immer sehr faire Preise hat eigentlich. Die Besitzer haben sich so ja, entschieden, getrennte Wege zu gehen, kann man sagen, und haben nochmal so zum Ende hin, sage ich jetzt mal. Also der Shop geht weiter. Es ist jetzt nicht wirklich ein komplettes Ende, aber zum Ende des gemeinsamen Weges eine 20% Aktion gehabt. Und da haben wir ein bisschen was eingekauft. Haben wir gerade. Ja. Ja. Ich habe meine Sachen aber leider nicht mit. Ja. Aber es gibt trotzdem genug zu zeigen, kann man sagen. Genau. Und wir machen das heute so ein bisschen als ja so Semi-Unboxing, könnte man sagen. Also wir erzählen ein bisschen, was den Deal angeht. Es ist ein ziemlich großer Deal gewesen auch, weil wir uns dann gedacht haben, ey, 20% auf alles, außer Tiernahrung, da schlagen wir mal zu. Und haben einige nette Sachen in der Auslage von Press Start gefunden. Und das möchten wir euch gerne nicht vorenthalten und heute mal ein bisschen auspacken. Ich habe hier mein Karton. Da sind, ich glaube, 4 Games drin oder 5. Muss ich gucken gleich. Weiß ich gar nicht mehr genau. Schon ein bisschen her. Ja, wir haben uns das quasi für heute aufgespart. Und du hast auch eine relativ große Box von Zeug. Und ich würde sagen, wir wechseln uns einmal ab. Du ziehst was als erstes. Ja. Und dann ziehe ich was. Und dann gucken wir mal, was am Ende da so bei rauskommt und ob alles da ist. Oder ob du uns irgendwas unterschlagen hast. Und ich erzähle euch zwischendurch immer mal, was ich so... das gesehen. Ne, ich erzähle auch, was ich habe. Ne, kann ich ja machen. Also lass uns immer so reihum, bis ich nichts mehr zu erzählen habe. Oder? Zur Rakete, fang mal an. Ne? Also, ich bin ja nicht nur großer Videospielfan, sondern auch Fan feinster Literatur. Dementsprechend habe ich mir zwei Bücher gekauft. Du bist ein belesener Mann. Ja? Und zwar die Strategy Guides zu Final Fantasy IX und Dragon Quest VIII. Oh yeah. Ja. Mhm. Schönes Spielchen und ich liebe es, so eine Begleitbücher zu haben. Gerade die älteren mag ich immer ganz gerne. Wenn man sich immer heute Guides im Internet anguckt, die sind ja quasi, ich sag mal, mundgerecht bereitet. Da steht dann wirklich drin, geh rechts, geh links, nimm das. Und die anderen sind eher, die älteren sind ja eher immer so begleitend gewesen, wo man dann schon so ein bisschen... Immer so ein bisschen schick einfach auch. Ja? Also nicht ganz so puristisch, sondern schon ein bisschen ausgeschmückt. Und genau, wo dann immer so grob gesagt wird, was man machen kann. Natürlich steht alles meistens drin, aber ich mag diese alten Guides und freue mich über diese beiden englischsprachigen Strategy Guides. Geil. Super nice. Super nice. Schön. Ja, schön. Für mich gab es einmal für das Master System Golden Axe. Ein schönes Arcade-Game, was ich bisher tatsächlich noch nicht hatte in meiner Sammlung. Zumindest nicht komplett. Ich habe das lose Modul irgendwann mal gehabt, aber jetzt habe ich es dann komplett. Und ja, freue ich mich auch sehr drüber. Ist ein Spiel, was mich halt in meiner gesamten Laufbahn als Zocker immer wieder begleitet hat. Gehört irgendwie total dazu. Kennt man, ne? Ja, jeder kennt es. Ne? Ich habe NES-Games eingekauft. Und Games heißt, es befindet sich in dieser Box ein Spiel für mein Fullset. Das heißt, wir können heute ein bisschen Fullset-Alarm ausrufen, so halten. Aber ich nehme erstmal ein paar von den anderen. Ich zeige mal ein Spiel, was zur anderen Kategorie gehört. Und zwar wisst ihr ja schon, ich habe mich auch dafür entschieden, Label-Varianten zu sammeln. Und bei Press Start Games, ne, Shop in Holland, gab es eben einige schöne Varianten, die es bei uns in Deutschland nicht gab. Und da zeige ich euch jetzt erstes mal von Mac Rider diese Pixel-Cover-Variante. Genau, die ist bei uns so nicht rausgekommen, sondern das Spiel gibt es hier nur mit der Biengräber-Comic-Optik. Ja, habe ich mich sehr gefreut. War ein echtes Schnäppchen, sieht auch top aus. Mac Rider ist so ein Motorrad-Game mit Waffen. Also, so ein bisschen wie Road Racer oder so, ja, sowas. Genau. Also ziemlich cooles Ding und ich freue mich, die Variante zu haben. Geil. Ja. Nice. Ich? Ja, next. Also, das nächste Spiel ist für die PlayStation 1. Ein Spiel, was ich schon längere Zeit suche und was immer so um die,
ich sag mal, 30 bis 40 Euro bei eBay gehandelt wird. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer für den Titel. Bei Press Start Games war er jetzt für 25 Euro gelistet, absolut nicht unseres Rabatts, denke ich mal, habe ich knapp 20 Euro bezahlt. Und zwar Rogue Trip Vacation 2012. Oh. Ich mache hier den Krischi. Ja. Eine Art Twisted Metal Kampf Fun Racer, wo man aber die Leute... Das ist ja ein geiles, geiles, ja, das ist so ein bisschen das Prinzip des Spiels. Du musst Urlauber einsammeln und vom einen Weg zum anderen bringen, so ein bisschen Crazy Taxi mäßig, aber halt gepaart mit Twisted Metal, also mit Kampf-Action. Ich bin mal gespannt. Was mich sehr überrascht hat, das ist von 2012 tatsächlich, ne? Also es ist 2012 erschienen. Ja, es steht hinten. Da auch. Steht auch 98. Was? Mach mal. Wieso steht hier? Fail! What? Ja, okay. Du wolltest doch die PlayStation ganz nicht erzählen, von wann das Game ist. Ja, okay. Das mich einfach weitermachen. Ja. Einfach Master System. Ja, mit Master System geht's weiter bei mir. Und zwar Speedball. Und zwar nicht der zweite Teil, sondern tatsächlich der erste, was für mich, ja, das war lange Zeit ein Mysterium für mich eigentlich, weil ich kannte immer nur Speedball 2. Auf dem Amiga kannte ich Speedball 2, auf dem Mega Drive kannte ich Speedball 2. Und ich habe mich immer gefragt, was ist denn mit dem ersten Teil? Und den gab es. Den gab es, ja. Auch für den Amiga, meine ich, aber ich kannte ihn halt damals nicht. Okay. Und ja, jetzt Speedball 1 für Master System auch komplett. Cool. Hast schöner Zustand. Nein, habe ich nicht. Okay. Hey, Speedball 2 ist ein geiles Game, ne? Das finde ich gar richtig geil. Das hätte ich auch mal auf Amiga oder so. Ich zeige euch als nächstes gleich zwei Games. Und zwar gehören die in die gleiche Kategorie Label-Varianten. Das sind beides auch FRA-Module, also Frankreich, Holland, Belgien, ne, müsste das sein. Und zwar einmal Duck Hunt in der Pixel-Variante. Ja, das hatte ich bisher auch nur in der Comic-Cover-Bienengräber-Version. Brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen zu Duck Hunt. Ne? Außer vielleicht, dass ich mal in einer Challenge auf einem Bein gespielt habe, Duck Hunt, und alle Vögel ohne Fehlschuss abgeräumt habe. Wow. Ich bin quasi ein echter Duck Hunt-Profi. Duck Hunt wird nächstes Mal in der Battle for Battletoads Session mein Joker. Aber nur du auf hast einem Bein. Viele Joker schon gefunden. Ja, ja. So, und das zweite ist auch ein ziemlich interessantes Spiel, noch ein Zapper-Game, und zwar Gumshoe. Gumshoe ist ein ziemlich skurriles Game eigentlich. Es ist ein Jump'n'Run. Kann man eigentlich sagen, oder so ein Plattformer, wo man auf den Charakter schießen muss, damit er springt. Also er läuft automatisch. Ach, das hab ich und du musst immer auf den, auf diesen Heini hier schießen, damit er eben hochspringt und dir dann auch selber Hindernisse aus dem Weg ballern und so weiter. Ist ein ganz spaßiges Game, allerdings wie alle Zapper-Games, die einen so länger bei der Stange halten, kriegst du da echt, wenn du nicht irgendeine Taktik hast, wie du die Gang festhältst, ziemlich schnell einen lahmen Arm. Aber Gumshoe und Duck Hunt beide auch im absoluten Top-Zustand. Richtig geil. Freue ich mich sehr. Vielen Dank, Press Start Games. Das nächste Spiel, was ich mir bei Press Start Games gekauft habe, ist Terracon. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht wirklich viel zu. Ich weiß, dass es nur Alien Third Person Action ist. Aber es ist wieder so ein typisches Ding. Ich habe es irgendwo mal gesehen bei YouTube. Es ist hängen geblieben. Ich habe es mir in meine Wunschliste gepackt. Es ist Soll ich dir den Klappentext mal vorlesen? Gerne. Möchtest du es auf Italienisch? Oder ja, auf, doch. Ja. Il malvagio Terracon. Ja. Ja. Gut, ne? Klingt vielversprechend. Richtig gut. Das furchterregende Terracon löscht gnadenlos die Galaxis aus Planet für Planet. Als Set, der zäheste kleine Alien, der je aus dem Ei geschlüpft ist, sollen sie im größten Abenteuer des ganzen Universums dem Terracon-Terror ein Ende bereiten. Generischer könnte ein Klappentext nicht sein. Er soll halt alle ansprechen. Ja, soll halt alle ansprechen. Übrigens, das Cover ist ja auch nicht besonders viel sagen irgendwie. Das ist auch Terracon, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Habe ich noch nie gesehen. Sie habe ich ehrlich gesagt bei uns auch noch nie gesehen. Wieso haben die das nicht als Cover benutzt? Die Frontseite von der Anleitung. Komischerweise ist das, wenn ich habe es bei Amazon auf der Wunschliste und da ist das Cover, ja. Okay. Keine Ahnung, ob es denn die. Aber es ist ja auch deutscher Klappentext. Pff, keine Ahnung. Ja. Nice. War auch nicht teuer, ich meine. Was weiß ich, war das 5, 8, irgendwie keine so. Ahnung. Also ganz günstig. Wenn nicht sogar noch günstiger. Mhm. Das war es mir auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Ja. Next one. Wir gehen nach Japan. Und zwar gab es was für die PC Engine. Super Darius. Ein schöner Schmapp. Ist das mit Darius Twin verwandt in irgendeiner Form? Was ich für den. Bestimmt.
Ja. Ja. Es heißt so. Nein, ich bin fest davon überzeugt, dass es so ist. Wir sind gut aber vorbereitet. Ich habe das jetzt nicht verifiziert. Okay. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall grafisch ein schönes Ding für 8-Bit-Verhältnisse, eine PC-Engine. Muss man jetzt nicht so ausholen. Ist ein schönes Game, was ich auf jeden Fall gerne für meine Sammlung auch haben wollte. Nice. So, jetzt kommen wir jetzt zu den kommt heißen Kandidaten. Der Hammer. Und ich freue mich besonders, dass das in einem absolut geleckten Zustand ist. Richtig geil. Ein FRA-exklusiver Titel von Ocean, der mich hier erreicht. Und ihr wisst ja so in etwa, was mir noch fehlt. Ich habe hier bekommen von Press Start Games Lethal Weapon. Woo! Filmumsetzung Lethal Weapon. Richtig geil. Und vor allen Dingen freue ich mich. Man weiß ja immer bis zuletzt nicht so ganz, in was für ein Zustand die Games nun wirklich sind. Man sieht halt ein paar Bilder und so weiter. Richtig geil. Also ich glaube, das Spiel selber ist gar nicht so cool, aber erinnert mich so ein bisschen an Prison of War. Das ist so ein bisschen so ähnlich. Ist so ein Side-Scroller mit Ballern. Die ja, gut. FAA heißt Frankreich. Oder FAG, FAA. FAA, Frankreich. Das ist exklusiv. Gibt es NTSC auch eine Version? Ja. Ich wollte schon wieder sagen, wieso gibt es denn nur in Frankreich Lethal Weapon und so weiter? Nee. Also, sinnlos, wenn ich sage exklusiv, dann meine ich immer innerhalb der PAL-Region. Okay. Also innerhalb der PAL-Region nur FAA. Komisch, ne? Weil es da doch ein sehr bekannter Film gibt. Ja, absolut. So eine bekannte Reihe. Ja. Geile Reihe auch. Geile Filme. Ja, richtig cool. Ja. Also richtig. Und es ist von 93, also relativ spät auch rausgekommen. Lethal Weapon für mein Fullset. Nice. Nice. Geilo. Ich mach weiter mit der PlayStation 2. Romance of the Three Kingdoms 8, ein Konsolenstrategiespiel aus einer alteingesessenen japanischen Serie. Ich meine, das ist der erste Teil, der bei uns in Europa erschienen ist, der achte. So richtig tiefgreifende Strategie auf der Konsole ist, glaube ich, nichts für jeden. Muss man auch so ein bisschen langatmig für sein und ich habe auch nur die neueren gespielt. Ich denke mal, die PlayStation 2. Einfach weiterreden. Ich glaube, es hat mich ja so einen Tag gebracht. Aber Romance of the Three Kingdoms, Teil 8. Bam. Nicht bei uns in Deutschland erschienen, aber in Europa, die Peggy-Version. Ja, freut mich. Geil. Hast du noch mehr in der Box? Ich habe noch ein Spiel in der Box. Mach mal. Nicht das Highlight, sondern das absolute Lowlight. Das Lowlight. Santa Claus Saves the Earth. Eins der wohl grotesk schlechtesten Spiele für die PlayStation 1. Was zum Henker? Ja, es ist. Du bist der Weihnachtsmann und es ist ein Plattformer. Du schmeißt mit Schneebällen und kannst mit deinem Sack kloppen. Das klingt falsch. Ich weiß nicht, ob es bei AVGN wahrscheinlich nicht, aber bei Cadicurus oder so, das gibt ganz viele Fun-Videos über das Spiel, weil das so schlecht ist. Es sieht auch schon so schlecht aus. Es ist richtig schlecht, aber es ist halt auch nicht oft zu finden. Wann werden wir das auf deinem Channel sehen? Wer möchte natürlich, dass ich ein Let's Play? Das würde ich sagen. Geil. Ja. Auf jeden Fall für die Sammlung. Ja, war jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube 15€ oder so. Aber kein Spiel, was man oft auf dem Flohmarkt sieht oder. Geil. Feinde werden mit Schneebällen und anderen Kaltwaffen angegriffen. Das ist schon mal geil. Ja, Kaltwaffen. Ey. Super geil. Okay. Ja, das war's bei dir. Von Press Start Games, ja. Ja, genau. Bei mir auch. Gleich haben wir. Ja, wir haben dann gleich noch einen Nicht-Press Start Games-Nachzügler. Genau. Ja, ich habe noch was. Ich habe noch für die PC Engine einen arcade-mäßigen Racer F1 Dream. Mhm. Okay. Ja. Für mein PC Engine Fullset. Kann man sich was drunter vorstellen? Ja, für mein PC Engine Fullset. Nein, Spaß natürlich, gehe ich nicht auf Fullset. Eine Kleinigkeit habe ich auch noch fürs NES, und zwar eine Anleitung für Popeye. Ja, cool. Die FRG-Variante. Ja, und wir beide, wir hatten noch einen kleinen Tausch. Ne? Ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, wenn du es noch weißt, sag es. Irgendwas haben wir getauscht und plötzlich hatte ich Nier Automata bei mir im Briefkasten. Wir wissen es nicht mehr genau. Es ging Spiele hin und her, es floss irgendwie viel Milch und. Wie gesagt, ich habe irgendwann Nier Automata im Briefkasten gehabt, was ich auch schon angefangen habe zu zocken. Großartiges Spiel, ja. Guckt euch mal hier
Die Review an. Die Review an vom Raketenjanse. Ja, das werden wir mal verlinken. Jetzt wissen die Leute nicht, wo sie hingucken sollen. Wir haben zweimal reingezackt. Raketenjanse hat von mir was Feines bekommen, aber genau. Das kann auch nicht alles gewesen sein, aber da müssen wir doch mal nachdenken. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall Captain America in The Avengers für den Sega Mega Drive bekommen. Für 39,95 Mark. Genau. Ein Brawler, ne? So ein, sagt man dazu, wie Streets of Rage, nur mit genau. Kann man andere Marvel-Charaktere spielen? Ist es nur Captain America? Zu schön, zu fett. Du sagst, ja. Das ist ein geiles Spiel. Ja. and the Avengers. Naja, man kann auch andere Charaktere spielen. Ja, gut, ja. Ja, ich hatte halt mir zwei Wochen, die japanische Version von Nier Automata kam zwei Wochen vor Release bei uns raus und hatte sowohl deutsche als auch englische Texte. Aber ich wollte auch die deutsche Version haben, da dort als Vorbestellerbonus ein richtig schönes T-Shirt mit dabei war, was ich auch in der Retro-Börse in Hannover hatte. Mhm. Dementsprechend hatte ich das Spiel dann zweimal und habe das eine zum Tauschverkauf wieder freigegeben. Und Das Einzel. Und so ergab sich das dann. Und es gab noch Artikel X. Differenz X. Falls es uns einfällt, blenden wir ihn hier rein. Genau. Und ja, du hast als Goodie hast du mir noch Remember Me für die PS3 reingetan. Ja? Also ein Game, was ich auch schon etwas länger mal gesucht habe, aber was ich immer zu einem günstigen Preis finden wollte und nie gefunden habe. Und günstiger als ich es gefunden habe, kann man es glaube ich nicht mehr finden. Ich habe für 3 Euro beim Mediamarkt neu. Das tat mir so leid. Ich habe das Spiel auch und musste es für 3 Euro aus dieser Grabbelkiste retten. Und habe jetzt ein gutes Heim gefunden. Sehr schön. Definitiv. Ich will auch noch was zeigen. Ich bin ganz heiß drauf, das zu zeigen. Es ist dieses kleine, schöne, braune Paket. Das hat mich die Tage erreicht vom guten Florian Tode. Nämlich, das ist vom Tode zu mir gereist. Ja. Und Baltic Games. Da befindet sich, Baltic Games wird oben verlinkt. Könnt ihr reinschniegeln. Das solltet ihr mal machen. Ich guck mal rein, was da drin ist. Zwei Goodies, wie es aussieht. Okay. GBA Goodies. Einmal Shrek Super Slam. Und einmal Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2. Sagen mir beide nix. Also ich kenne natürlich Shrek und Dragon Ball, aber die Games sagen mir nix. Guck ich rein, ja, ich bin ja nicht der riesen GBA-Sammler, aber ich guck rein und wenn sie mir Spaß machen, geben sie die Sammlung. Sonst vielen Dank trotzdem als Goodies, Florian. Und dann kommt hier noch was richtig Geiles zum Vorschein. Und zwar ein weiteres NES-Game, welches mir fehlt. Wo ist ein Alarm? Hammer. Richtig geil. Und war so, dass Florian mich anschrieb und sagte, ey, ich habe hier, das hat er irgendwie schon ein paar Mal gemacht, geht immer für mich auf die Jagd, ich brauche gar nichts mehr machen. Super nett, also vielen Dank Florian und hat für mich Spanien glaube ich oder irgendwoher aus den Untiefen der Kleinanzeigen dieser Welt für mich rausgegraben ein schönes Game und zwar von Tecmo, das mir noch fehlende Solomon's Key 2. Richtig fett, Solomon's Key 2, voll geil. Ja, PAL B natürlich, ist klar. Fire and Ice in den Staaten, so heißt es dort. Und ist ein ziemlich cooler Rätsel-Puzzler. Finde ich ganz nett auf jeden Fall. Man ist so ein kleiner Wizard und muss halt Feuer löschen mit Eisblöcken. So, man kann so ein bisschen. Es wird ziemlich schnell recht fordernd. Macht aber echt Laune, sieht cool aus, hat coole Musik. Cooles Art. Das gut. Ja, hab ich schon in der NES Collect Folge gesagt. Das Artwork ist irgendwie schick und das ganze Spiel schockt. In den Staaten ist es, glaube ich, auch relativ teuer. Mhm. Hier geht's noch. Ich habe, glaube ich, um die 60 Euro dafür bezahlt jetzt, Inke. Das ist ein echt fairer Preis. Ja. Und freue mich, dass ich das Spiel in der Sammlung habe. Ja. Richtig geil. Also, voll fett. Ich glaube, wir sind gut bedient. Hast du noch was in der Kiste? Nö. Nö. Wie viel jetzt noch? Mir fehlen jetzt noch diese beiden, ich weiß gerade nicht, wo wir mit dem Zähler sind. So ganz genau. Ich meine, mir fehlen jetzt noch 7 Games oder 6, blende ich ein. Habt ihr ja gesehen, im Counter. Also es geht auf jeden Fall straight in die Richtung. Aber ihr wisst ja alle, was mir noch für Klopper fehlen. Und dass ich nächste Woche nicht Snowboard Challenge, Phantom Emission und so zeigen kann, ist irgendwie auch klar. Aber die Jagd geht weiter und ich freue mich einfach wie Sau, wenn da jetzt noch Games dazukommen. Ist ja auch irgendwie klar, ne? Also richtig Hypersnice. Also Freunde, das war heute unsere große, große Unboxing-Pickups-Runde. Wir werden gleich noch wahrscheinlich ein bisschen was zöckeln, denke ich mal. Und ein bisschen, noch ein bisschen schnacken und ein bisschen unseren Abend hier verbringen. Wir wünschen euch noch einen schönen selbigen.
verabschieden uns an dieser Stelle und sind erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Kommandofreunde. Menschen.